Guten Abend zusammen. Heute ist der Tag gekommen, an dem ich Ray freispielen werde. Wie ihr seht, habe ich 230 Splitter schon zusammen. Das heißt, es fehlen jetzt noch genau 100 Splitter. 50 bekommen wir pro einmal erfolgter Stufe 3. Ich habe die Stufe 3 schon einmal gespielt, einfach um zu schauen, ob die Theorie, ob die Reihenfolge der Aktionen, die bei Kylo Ren funktioniert hat, ob die auch bei Razor funktioniert, und ich kann es bestätigen. Also pro Erfolg 50 Splitter, das heißt, wir müssen Stufe 3 noch zweimal spielen. Das sollte kein Problem sein, und ich will einfach mal aufzeigen, wie ich es denn bei Kylo Ren gespielt habe. Wer das Video noch nicht kennt, um Kylo Ren freizuspielen, der kann auch dieses Video schauen und kann die Methodik gegen Rey genauso durchführen wie gegen Kylo Ren. Ist also kein großer Unterschied. Das Tolle ist auch an der Stufe 3, wir müssen keine Mods wechseln. Also wir bekommen den Ray geliefert, müssen nichts wechseln, ist wirklich ziemlich relaxed. So, ich habe 120 Tickets zusammengesammelt. Man muss ganz ehrlich sagen, gerade diese Tickets zusammensammeln ist eigentlich das Ätzende. Ich finde, diese Stufen hier und der Schwierigkeitsgrad ist eigentlich nicht so schwer. Ich finde einfach nur ätzend, die Tickets sammeln. So, gehen wir einfach mal rein in Stufe 3, wie wir sehen, wir kriegen den Ray gestellt. Die hat keine Mods, hat alle ihre Spezialfähigkeiten, nichts zu tun, ist aber kein Problem. So, wir investieren die 60 Tickets, gehen mal ran, gucken uns kurz dieses Anfangsszenario hier an. Klicken kurz durch. So, Kylo Ren fällt an. Jetzt sieht man hier rechts unten diese drei Buttons. Ja, das ist einmal die Attacke, einmal die Finte und hier ganz rechts außen die Parade. Wie gesagt, auch schon ähnlich wie beim Kylo Ren Video. Man kann sich jetzt natürlich den Text hier da unten durchlesen. Man kann schauen, was denn dieser Button, zum Beispiel die Finte, alles tut. Kann sich natürlich notieren wieder mal, was Kylo Ren dann mit seiner KI dann entsprechend reagiert. Oder aber man führt die altbekannte Methode durch. Finte, Attacke, Parade, Attacke. Ja, also wir fangen einfach an mit Finte. Dann wird er seine Aktion führen. Dann schlagen wir kurz zu. Jetzt führen wir die Attacke durch. Und jetzt machen wir die Parade. Und am Ende wieder Attacke. So, jetzt müsste es eigentlich zu einem Aufeinandertreffen kommen. Nee, kommt es nicht, dann fangen wir einfach wieder von vorne an. Finte. Attacke. So, jetzt kommt Aufeinandertreffen. Und wie wir sehen, hat Kylo Ren ein bisschen Gesundheit verloren. So, das heißt, wir führen diese Methodik, Finte, Attacke, Parade, Attacke, immer wieder hintereinander durch, bis das Aufeinandertreffen kommt. Kylo Ren verliert dann Gesundheit. Das machen wir 3-4 Mal und dann sind die 60 Splitter unsere. So, wir fangen wieder an mit der Finte. Attacke. Parade. Und wieder die Attacke. Mal gucken, ob wir jetzt gleich dazu kommen oder ob wir nochmal von vorne anfangen. Ne, jetzt klappt es sofort. Und wieder ein bisschen Gesundheit verloren. Sehr schön, wir fangen wieder an. Bitte. Attacke. Parade. Attacke. Finte. Attacke. Da aufeinandertreffen. Und nochmal verloren. Sehr schön, sehr schön. Wir fangen wieder an mit der Finte.
Das ist die mittlere. Attacke. Parade. Attacke. Nochmal der Kreislauf von vorne mit der Finte. Beginnend. Aufeinandertreffen, sind wir schon zu Ende. Sehr schön. Und wir holen uns die nächsten 50 Splitter. Also es ist ja nicht wirklich schwer, man muss sich diese Reihenfolge kurz merken, durchziehen, 2 Minuten warten und dann hat man sie. Finde ich eigentlich ziemlich relaxed, die Stufe 3. Gerade, dass man nicht ummotten muss. So, jetzt holen wir uns die nächsten 50. Ziehen wir es noch ganz kurz durch. Geht ja ratzfatz. So, Finte. Attacke. Parade. Attacke. Ich weiß zum Beispiel, was gar nicht, was jetzt passieren würde, wenn wir einmal die Methodik durcheinander bringen. Ja, würde dann Kylo Ren den Punkt machen? Also funktioniert der Siegespunkt, also der Verlust der 25% nur dann, wenn wir genau die Methodik durchführen? Keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch egal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dieses Ganze mit diesem Ticketsystem-Dingsbums, das ist so nervig. Da lobe ich mir doch die legendären Events, wo man einfach gewisse Voraussetzungen erfüllen muss, aber dann bekommt man einen 7-Stern-Charakter. Und diese ganze Tickets sammeln, das ist echt doof. Aber nun gut. Zumindest dauert Stufe 3 nicht wirklich lange. So, wir haben mit Finte angefangen, jetzt wieder Attacke. Um wieder zurückzukommen zum Thema. Jetzt die Parade. Und Attacke. Ah, da steht Hieb. Aber ich nenne es einfach mal Attacke. Ihr wisst schon, was ich meine. So, noch einmal mit Finte beginnt. Oh, Attacke. Warte. Attacke. So, das müsste es doch gewesen sein. So, die letzten Splitter sind zusammengesammelt. Man sehen kann, jetzt fehlen auch die freizuspielenden Splitter. Man weiß also, jetzt ist man durch mit den möglichen. Man kann es, glaube ich, nochmal spielen, aber ist natürlich Blödsinn, ganz klar. So, hier brauche ich jetzt die Ray, die habe ich natürlich nicht, noch nicht aktiviert. Jetzt ist sie aktiviert. So, jetzt stehe ich natürlich vor einem kleinen Dilemma. Und zwar habe ich natürlich, was Gear angeht, brutalst gehortet. Ja, das gebe ich wirklich zu. Ich schaue gleich mal, wie viel es denn insgesamt ist. Also wirklich, wirklich viel gehortet. Und aktuell läuft ja das Jedi Knight Luke Event. Ich könnte die Rey komplett auf G13 bringen, mit allem drum und dran. Aber dann würde mir natürlich ein bisschen was fehlen für Wampa und Rolo und Chewbacca etc., weil die einfach noch nicht G13 sind. Deswegen hadere ich gerade noch ein bisschen mit mir, wie weit ich denn Rey bringen soll, damit ich noch
Gier habe für die anderen Leute. Für Jedina Klug. Weil das Event ist ja nur begrenzt. Ray habe ich ja die ganze Zeit. Ah, ich bin mir so unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte natürlich die Ray entsprechend einsetzen, wenn ich sie gieren würde. Gleich für die nächste Grand Arena. Ich glaube, ich bringe sie auf jeden Fall mal auf 12. Ich glaube, das macht Sinn. Wie ihr seht, brutal, alles grün. Ich habe, hier hatte ich 400. Von denen hatte ich 400. Von den Stunguns hatte ich 900 Stück. 900, das hatte ich noch nie. Brutal. Von denen hatte ich auch 900. Jetzt hat natürlich Ray schon einiges gefressen. Aber was machen wir denn das ganze Zeug, wenn wir dann die junge Dame nicht hochgieren? Also, so, ich könnte sie jetzt auch auf G13 hauen, ja. Also die wäre soweit. Die wäre soweit. Aber dann kann ich muss halt noch Kalrissian und Hör mit Yoda muss ich auch noch auf G13 bringen. Das ist halt genau das Problem. Und hier zum Beispiel diese Mad Packs, die habe ich einfach nicht so viele. Das ist einfach. Das habe ich jetzt vierfach, das ist gut. Wie sieht es denn da aus bei mir? Hier, von denen hier, die sind auch brutal. 240, ja, super, aber ich muss Calrissian, Captain Han Solo, Hermit Yoda, Wampa, wenn ich diese vier Leute ja auch noch auf G13 bringe für Jedi Knight Luke, dann fehlt es mir halt für Rey komplett. Ich hadere, ich weiß nicht. Stun Guns ist immer noch kein Problem. Ah, jetzt machen wir kurz mal das hier. Bing. Zeta kriegt sie natürlich. Wie viele Zetas hatte ich? Brutalst, also über 400 Zetas. 448 jetzt noch und ich habe schon eins ausgefüllt. Also ich war eigentlich fast an den 500 dran. Das ist schon, also so macht es eigentlich keinen Spaß, muss ich sagen. Dieses ewige Horten, monatelang, irre. Aber ihr wisst ja, von was ich rede, von nichts kommt nichts, ja, also. Dass die auch bei jeder Fähigkeit ein Zeta braucht, irgendwie bescheuert, oder? Ich lese mir das gar nicht durch, die kriegt einfach alles. Ich muss mich eh nochmal intensiv wieder beschäftigen. Ich habe bisher immer nur gegen sie gespielt, noch nicht mit ihr. Ich bin also ein bisschen gespannt. Aber um den hier zu bekommen, den Jedi Knight Luke, wird es ein bisschen tricky. Weil man sieht schon hier den Chewbacca zum Beispiel. Ja, den könnte ich jetzt fast auf G13 bringen, dann hört es aber schon auf. Aber ist jetzt nicht so das Problem. Ich habe nämlich 50.000 Kristalle angespart. Das ist eine Menge Holz. Dafür muss man natürlich in beiden Arenen immer, sage ich mal, auf dem Treppchen sein. Aber anders geht's nicht. So, Ray, wo ist sie? Vielleicht kurz was zum Thema Mods. Ray, ich würde Ray ganz ehrlich nur auf Health modden, ja? Keine Experimente mit Speed-Mods und Offense und Pipapo. Ray ist ein Charakter durch das Lebenselixier, die lebt von viel Health. Damage macht sie eh mit dem Wirbelwind und mit dem Ultimate später. Da braucht sie nicht so den brutalen Offense-Wert, ja? Der Wirbelwind, der holzt so oder so rein. Unabhängig davon, ob die jetzt 12.000 oder 13.000 Offense hat. Deshalb viel Health. Also auch hier auf dem Kreuz Health, auf dem Dreieck Health, auf dem Kreis Health und auf dem Pfeil, ja, muss man ein bisschen gucken oder so. Aber wenn er sie über 200.000 Health bringt, das ist schon ein Minimum. Gut, also ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden. Ich denke, um kurz nochmal zur Stufe 3 zurückzukommen. Stufe 3 mit dieser Methode, dieser Finte, Attacke, Parade, Attacke, die hat auf jeden Fall genauso bei Rey funktioniert wie bei Kylo Ren. Da muss man sich keine Gedanken machen, man muss auf nichts achten, man muss nicht mal was durchlesen, man muss einfach nur diese Methodik durchführen, wie ihr gesehen habt, und dann funktioniert es ratzfatz.
So, ich hoffe, für all jene, die Ray noch nicht haben und die sich überlegen, ja, was habe ich da zu befürchten bei Stufe 3? Nichts. Ganz easy peasy. Insofern, ich hoffe, ich habe euch da draußen geholfen und wir hören uns.